In diesem kleinen Tutorial schauen wir uns die Funktion Liniensymbol im Grundmodul Catwalk 2D an. Dabei geht es darum, ein Element einer Linie entlang zu kopieren. Das machen wir über Kopieren, Liniensymbol und klicken die Linie an. Dann haben wir die Möglichkeit, die Distanz auszuwählen. Zum Beispiel machen wir jetzt mal 10 Meter, ob wir eine Rotation oder keine möchten und ob wir die Originallinie behalten wollen. Danach klicken wir auf Liniensymbol und sehen, dass jetzt das Element alle 10 Meter kopiert wird. Wir sehen hier noch die Originallinie, die übrig ist. Und wenn wir dieses Element, diese Linie anklicken, sehen wir, dass es sich um ein Liniensymbol handelt vom Linientyp. Der Vorteil ist, dass es sich um eine intelligente Linie handelt. Wie wir sehen, können wir die Linie hin und her strecken und er passt sich automatisch an, kopiert noch weitere Elemente, die es benötigt. Und haben wir so die Freiheit, damit zu machen, was wir wollen. Wir können auch mit der Funktion ös weitere Elemente oder respektive weitere Linien einbauen. Sogar Kreise sind möglich. Über Modifizieren können wir dann auch Änderungen vornehmen. Zum Beispiel können wir hier das Originalsymbol aktivieren. Hier ändern wir jetzt mal die Farbe. Klicken das Liniensymbol wieder an, modifizieren es und sagen Aktualisieren Linie. Wir sehen, hat sich jetzt direkt die Farbe aller Elemente geändert. Auch können wir sagen, dass wir zum Beispiel statt 10 Meter Abstand einen anderen Wert wollen oder Unterteilungen. Wählen wir mal die 8 aus. Wir erhalten direkt 8 Unterteilungen, sprich 9 Elemente. Auch lässt sich die Linie ändern. Zum Beispiel können wir die Farbe anpassen, den Strichtyp und die Dicke. Auch lässt sich die Linie im Strichtyp auf unsichtbar stellen. So haben wir nur noch die Symbole, können diese aber weiterhin anpassen. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, wie vorhin schon erwähnt, die Rotation zu ändern und noch weitere Funktionen, die wir uns gleich hier am nächsten Beispiel anschauen. Hier kopieren wir jetzt mal nicht nur ein einzelnes Symbol, sondern eine Gruppe. Grundsätzlich lassen sich Flächen, Knoten, Texte, was auch immer kopieren. Hier zum Beispiel jetzt die Gruppe bestehen aus zwei Knoten, einer Fläche und einem Text. Wir gehen wieder auf Kopieren, Liniensymbol, klicken die Linie an und wählen hier mal aus, dass wir die Originallinie nicht behalten möchten und zum Beispiel ohne Rotation. Dann noch einen Wert eingeben und Liniensymbol. Hier sehen wir die Elemente kopiert und wir sehen auch, dass das Element gar nicht auf der Linie ist. Sprich, das geht auch, dass die Elemente einen gewissen Abstand haben und entlang kopiert werden. Das ist alles möglich mit dieser Funktion. Über Modifizieren können wir dann auch sagen, wir möchten das Ganze in eine normale Linie zurück umwandeln oder aber die Möglichkeit hier zu sagen, Liniensymbol explodieren und wir halten dann hier das Ganze als Gruppe, können diese trennen und haben hier die Elemente wieder einzeln, um sie anzupassen. Was auch sehr gut machbar ist, zum Beispiel Markierungen, hier die bekannten Haifischzähne, die können wir auch über Kopieren, Liniensymbol auswählen, Linie aktivieren und hier zum Beispiel die Funktion zwei Punkte zu nehmen. Dann müssen wir nicht die Distanz messen, sondern klicken hier die beiden Eckkanten an, sagen Liniensymbol und wir halten hier direkt unsere Liniensymbol. Und er hat das sauber entlang kopiert. Auch hier bei diesem Bogen spielt das kein Problem, spielt das keine Rolle. Wir können das strecken, wie wir möchten. Wir sehen, auf der anderen Seite springen die Haifischzähne weiterhin auf die Innenseite. Hier können wir aber über Modifizieren, Symbol spiegeln, ganz einfach die Seite wechseln. Wenn wir ein Liniensymbol anklicken und dann auf Kopieren gehen, haben wir die Funktion Liniensymbol nicht zur Auswahl, weil wir ja bereits eine aktiv haben. Dann steht uns sofort die Funktion mit Pipette auf Linie kopieren zur Verfügung. Wenn wir dies auswählen, können wir eine andere normale Linie anklicken und er übernimmt uns die Einstellungen 1 zu 1 auf die andere Linie. Und diese können wir dann auch wieder strecken, bearbeiten, alles machbar. Das war schon das ganze Tutorial zur sehr nützlichen Funktion Liniensymbol.